Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern, und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, ja, ich habe euch ja gestern schon angeteased, dass wir heute noch ein zweites bayerisches auf dem Programm, auf dem Gabentisch haben, aus einem besonderen Grund, da der André und der Olli mit mir gerne eine Aroma-Analyse durchführen wollen im Anschluss. Und ja, habe ich gesagt, vorher müssen wir natürlich einen Biertest machen, das archivieren. Und wir haben es jetzt hier wieder mit einem bayerischen zu tun. Diesmal nicht mit einem hellen, sondern mit einem Märzen. Ein bayerisches Märzen wartet jetzt auf uns. Und zwar ein Merkendorfer Hummelbräu Märzen mit 5,4% Umdrehungen. Inhalt ist drin Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, ganz traditionell hier aus der Euroflasche. So sieht das Ganze aus. Schön mit den drei Kronen. Ja, voilà, das ist mal wieder so ein bisschen was Traditionelleres vom Etikett her. Und hier oben, ihr seht schon, die Kapsel ist auch schön bedruckt, so wie es sein soll. Ich habe es gut runtergekühlt. Ich bin mal gespannt, was uns erwarten wird, ob wir auch hier dieses Aroma rausschmecken. Jetzt bin ich besonders gespannt, ob er das Aroma meint, wo ich vermute, was er meint, was wir gestern in dem Hellen nämlich vorgefunden haben. Da, wo ich mich dann gleich im Anschluss jetzt freuen werde, darüber Fach zu simpeln mit dem lieben André. Ja, so, ich mache mal auf. Mal gucken, ob der Olli dann auch da ist. So, Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall ordentlich raus. Und ich würde sagen, ich lasse mal laufen. Natürlich nicht so viel, weil wir brauchen ja noch zum Testen. So, ich mache mal so einen mittleren Einschank. Oh, ein bisschen mehr geht schon. Ist ja wieder recht früh heute hier. Das ist ja am frühen Morgen selbst der Bier. Ich finde das immer wieder lustig. Doch. So. Ja, ist ein Bier, gibt sich erstmal als solches zu erkennen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Von der Blume her kriegen wir ungefähr zwei Fingerbreite Blume raus. Cremeweiß das Ganze. Hier würde ich tatsächlich von einer Feinporigkeit sprechen wollen, was ich schon mal sehr, sehr sympathisch finde. Von der Farbe haben wir es hier mit einem sehr, sehr dunklen Getreidegold zu tun. Ich gehe schon so weit, dass es wirklich ins Orangene reingeht, ins Honigfarbene. Und ja, das zeigt eigentlich auch so, wie ich mir so ein schönes Märzen auch vorstelle. Ne? Schön gewürzt und so und schön ein bisschen was Kräftigeres mit 5,4% Umdrehungen. Da darf das gerne auch so eine, ja, kräftige, tiefe, tiefe Farbe haben. Von daher finde ich es sehr, sehr schön. Mal sehen, was die Perlange so noch von sich zu bieten hat oder von sich preisgibt. Ihr schaut mal selbst. Also ihr seht, da ist jetzt nicht ganz so viel Bewegung. Ein bisschen perlt es ab, besonders hier unten. Da kann man es erkennen. Die Kamera fängt das prima ein. Soweit würde ich sagen, in Ordnung. Ne? Ich halte es noch mal kurz gegen das Licht. Jo. Also es ist ein schön kräftiges Bierchen, so wie es sich hier präsentiert. Sieht kraftvoll aus, sieht gehaltvoll aus. Und ich denke, da kann man jetzt gut geben. Würde jetzt die Blume noch ein bisschen voluminöser sein, würde ich wahrscheinlich eine Krone-Bewertung geben. So gebe ich 5 von 5, / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. So, dann wollen wir mal schauen, für die Optik, für die Ästhetik. Wir werden jetzt mal gucken, was das Bouquet so von sich gibt. Oh, da haben wir Aromahopfen. Oh, interessant. Also wir haben auch hier wirklich einen ziemlich würzigen Duft. Und ganz klar auch hopfig, ne? Hier kommt ein Aromahopfen, aber richtig deutlich durch. Sehr naturbelassen. Ja. Ziemlich selbstbewusst. Also ein sehr, sehr selbstbewusstes, deutlich wahrnehmbares Bouquet. Sehr nach Natur riechend. Sehr hopfenbetont. Also für einen Märzen muss ich sagen, ja, diese Würzigkeit ist da, aber du hast auch hier richtig so einen Hopfen. Ne? Also das erinnert mich eigentlich mehr an einen Pilz, muss ich sagen. Also, das ist schon mal eine Hausnummer hier. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie das schmecken wird. Also das kennen wir übrigens auch noch nicht. Also ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Oh. Der war kräftig. Der war ein kräftiger Bursche hier. Freunde, Freunde, versuchen wir mal. Time for Magic. Was haben wir hier zu tun? Also wir haben es hier mit einem sehr kräftigen, mit einem sehr würzigen, wirklich würzigen
Bierchen zu tun, also Merzen wirklich aller Ehre. Ja. Und da sind wir auch schon bei den Attributen gemütlich oder dynamisch, ganz klar gemütlich. So, das heißt also auf jeden Fall langsam trinken, ruhig trinken, Temperatur anziehen lassen und das Bier sich wirklich entfalten lassen, weil ja, dann präsentiert es wirklich die einzelnen Aromaspitzen, die auch ja in der Würze liegen. Also das ist wirklich ein komplett von Würze durchzogenes Bier, und zwar vom ersten bis zum letzten Schluck. Das ist so, hatten wir aber schon ein paar Mal gehabt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber man ist doch jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, so wie, oh, unterschiedlich doch Biere sein können. Hopfenbetont auch, sehr hopfenbetont. Ist ein ziemlich untypisches Märzen, finde ich. Also es ist ein Märzen, zweifelsfrei, aber es ist ein sehr untypisches. Also es hebt sich deutlich so vom Standard, nenne ich jetzt einmal, hebt sich deutlich ab. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen möchte. Das ist so, also man sieht, wo der Fokus, also ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil das Aroma, was ich mir erhofft habe, drin zu finden, das, was der André da sucht, was im Hellen drin war, ist ja auch vorzufinden. Und da bin ich so ein bisschen der Meinung, ja, in entfernter Weise, aber nicht so eins zu eins, wenn ich es jetzt mit der Männermilch vergleichen würde und wenn es das Aroma ist, wo ich denke, was er meint. Aber das wird sich ja erst nachher zeigen, weil ich nehme ja dieses Video in der Zukunft auf. Für euch zumindest. So, ja, und das ist jetzt hier, Schulz. Das ist ein ganz schwieriger Kandidat, Leute. Diese Öligkeit hinten raus ist geil. Ich mag diese Öligkeit nach hinten. Wir machen das mal anders aufbauen, diesen Biertest. Ich fange mal einfach mal so an, dass ich sage, dieses Bier ist geil, wenn das richtige Setting passt. Wenn das richtige Setting da ist, dann wird dieses Bier hier mit einer Krone-Bewertung richtig geil wegkommen. Weil es so speziell ist. Und jetzt fragt er sich, ja, was denn für eine, was denn für ein Setting? Wo, was schlägst du da vor? Weiß ich nicht, da es sehr rustikal schmeckt, würde ich mir auch irgendwie so einen rustikalen Keller oder eine Holzhütte oder so eine Fischerhütte oder so vorstellen. Durchaus Gastronomie, eher Herbst, Winter, weil es halt sehr würzig ist, sehr kräftig ist. Das ist jetzt nicht sowas für einen Sommer, wie ich finde. Abendstunden und dann in geselliger Runde zu einer Brotzeit. Und dann ist diese Kräuterkomponente, diese Würzkomponente und diese Öligkeit hinten raus wirklich... Ja, richtig lecker. Und auch, wie gesagt, so ein Fisch. Ich stelle mir irgendwie die ganze Zeit, habe ich hier so einen Fisch, so einen schönen buttergebratenen Fisch. So. Butter bringt ja mal ein bisschen Lieblichkeit mit. Würde ich hier mit der Öligkeit hinten raus, also mit der Hopfenharzigkeit, können wir auch sagen, sehr gut harmonieren. Ja. Und diese kräuterige Würze würde auch sehr gut passen zu einem Fisch, wenn er schön ganz leicht in Butter ein bisschen glasiert, angebraten wird und dazu dieses Bier gereicht wird. Buonissimo, ja, das wäre Hedonismus. Entgegengesetzt, wenn man das so wie jetzt hier testet und es ist noch Sommertemperaturen draußen und irgendwie man hat das so, man trinkt das so zwischen Tür und Angel, dann ist das so ein Bier, dann denke ich auch so, nee, du lass mal stehen, das ist mir in der Komplexität einfach zu krass und das ist mir zu aufdringlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel zum Arbeiten ist dieses Bier hier definitiv zu aufdringlich, ja, das ist so. Und das hier ist mehr so gemütliche Stimmung, gesellige Runde, sowas in der Richtung stelle ich mir da vor. Und eher nicht so Tretboot oder irgendwie ja, Sommerparty, Strand, Baggersee, da ist das alles falsch. Das ist so, das fühlt sich falsch an. Ja, sehr rustikal. Ja, muss man mögen, sage ich mal. Also haben wir bessere getrunken, bin ich ehrlich. Also märzentechnisch haben wir da schon bessere getrunken. Aber wie gesagt, das ist settingabhängig. Was hier geil ist, ist hinten so diese... Also einmal ist cool dieses Selbstbewusstsein, dass diese kräuterige Würzigkeit wirklich komplett von Anfang bis Ende durchzieht. Und hinten raus finde ich den Hopfen geil. Für den Märzen extrem viel Hopfen drin, schön Aroma-Hopfen, gibt schön so eine Hopfenharzigkeit, Hopfenfloralität ab. Finde ich richtig cool. Das macht Spaß. Ist auch von der Qualität top. Da gibt es absolut nichts. Also auch Textur, alles super. Ist halt nur am Ende eine Geschmackssache. Ja, der eine mag es jetzt so, der andere, ich bin eher so, ich glaube im Winter hätte es mir besser geschmeckt, bin ich ziemlich sicher.
Gut, Freunde, trotzdem bewerte ich es fair. Also ich gebe hier 4 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist mir wert und damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.